Ah, ich weiß wo. Gar nicht mal so Weil das unhässlich. sind Dispenser bzw. Dropper oder ja, Hopper? Nee. Was sind das? Die halt umbenannt sind in Aha. magischen Worten. De. Ich habe die magische Worte nicht verstanden. Kiste. Ja, Kiste. Ich habe nur T verstanden. Ja. Wie sieht das Haus eigentlich von der anderen Seite aus? Sag mal, ist nur Nacht? Ja, hier ist super verdeckt. Ja, okay. Moment. Oben sind noch Stellen für die Nägelchen. Eigentlich müsste man hier unmittelbar ein Mauerelement machen, wo man auch mit einer Treppe hochkommt. Wird dann mal Zeit werden nach ein paar hundert, nach 50 Metern Ja, wir oder so. wollten ja hier einen Turm noch hinpacken. Aber jetzt hier. Auf Höhe der Statue. Achso, ja, aber einer. Achso, ja gut, dann kann man bis zum Turm halten, man es noch aus, die 3 Meter da. Okay. So. Oh. Ich finde die Idee, wie wir hier die, oder wie du die großen Fahnen umgesetzt hast, dass sie halt breiter sind und somit halt diesen charakterlichen Fahnen auch darstellen. Ja. Schon geil, ne? Ist schon irgendwie geil. So, dann gehen wir mal hoch. Nee, doch. Auf den Dachboden. Gehe ich Aber wir mal müssen kurz gucken. auf Dach. Ah, Moment. So, dann machen wir erstmal hier Licht. Ja, schmal Aber Licht. muss es richtig schummrig sein, ne, am besten. Eigentlich darf man hier nichts sehen. Weil Oben dran. man muss hier mit dem Effekt drauf. Naja. Echt. So, Oh, dann verdammt. planken wir mal kurz hier die Innenseite richtig zu. So. Was machen wir denn hier oben? Aus welchem Also Grund? die andere Seite hört hier, es ist hier so, ne, abgeschnitten. Ja. Heißt, wir machen, füllen hier erstmal auf. Das ist hier ist einfach. Moment. Das ist einmal da hinten, ne? Ah, verdammt, ja, genau, wir müssen hier weiter hinten. Machst hier wirklich Kors dort rein. Das ist aber nicht offizielles Adrondaler Fugengirt. Das ist so eine polnische Nachmache. So. Was wolltest du da machen? Auch das Grüne, oder? Ja. Aber warte mal, nur die Mittelschicht. Oben ist wie unten so ein Holz. So eine Holzvertäfelung. So. So, jetzt Also machen ganz toll sieht das nicht aus. Warte mal, machen wir mal hier. Hier. Und hier. Ah, schon ein bisschen besser. So. Die Umrandung. ist das jetzt Machen. geändert? Ach so, am Rand hast du noch mal so ein Ja. Yay. Fahren. Und wir machen so. Fertig. Ne, warte, man soll ja hier hoch. Wo ist denn die Normalfalte? Ja, da. Zack. Gibt es eine Möglichkeit, hier irgendwie. Okay, hier ist auf jeden Fall. Ah ja, das ist eine gute Idee. Kindersicherung. So, und jetzt ist hier eigentlich ja Lagerraum oder irgendwie so ein Quatsch. Wir können aber machen, dass es eine Familie ist, die irgendwie so ein verstoßenes, eingesperrtes Kind. Ja, ist ein bisschen blöd, ne? Darauf wäre ganz geil. So ein Kind, was keiner sehen darf, auf dem Dachboden. Muss sie dann irgendwie noch die Essensreste hochgeben. Ja, das haben wir halt direkt den Zugang bei sich im Schlafzimmer. Das wäre natürlich ein bisschen blöd. Müsste Ja. irgendwo versteckt
hinter so einer Schiebetür oder so. So der nicht wissentliche Zwilling von irgendeinem von der Familie. So. Hattest du eigentlich das Spinnenproblem jetzt beseitigt oder haben wir das immer noch? Das ist einfach noch. Ich hab nichts gemacht. Ich würde es so lassen. Ich würde da vielleicht noch ein Schild hinpacken. Wir haben kein Spinnenproblem. No. Warte, ich mach das mal eben so als kleinen Gag. Schild. Yeah, da wo eine Vase hin soll, ist eine Vase hingekommen. Jetzt brauchen wir mal so Bretter, aber keine Bretter da. Ah, da. Truhen kann man auch noch nehmen. Eigentlich könnte man hier direkt so im Weg die Truhe hinstellen. So. Warte mal. Ups. Ja, genau, dass man da erstmal rumhüpfen muss. Oh. Könnte man theoretisch noch, um vielleicht ein bisschen noch Lichtstimmung zu machen. Moment, warte mal. Fackeln finde ich zu viel. Vielleicht ein bisschen Lichtstimmung hier überhaupt reinzubekommen, außer jetzt von unten von der Luke, wäre vielleicht irgendein Dach, ein Dach im Loch. Ein Loch im Dach. Ja, mach mal das, so. Das Dach in das Loch rein. So, das muss natürlich jetzt ein bisschen overrided werden. Oh, verdammt, ich werfe immer alle Sachen weg. Ah, da ist es. Darf natürlich, also, ja genau. Ein Loch muss komplett so sein, dass da wirklich was durchkommt. Da wirklich was durchkommt. Oh, verdammt. Aber hier hast du ja noch Schornstein. Nee. Das heißt Spender! Ah, das muss man umbenennen. Spender. Achso, ist ja schon sonst da. Bist du auch ein Spender? Dann füll deinen Mitgliedsausweis aus. Machen wir eine Pause. Ja, das hole ich nachher hoch. So. Ja, es kann's weitergehen. Jo. So. Nein, ich bin gefangen. Mehr würde ich hier auch nicht machen. Wir packen hier vielleicht noch so ein paar Treasure Chests dann irgendwann rein. Ja. Oh, jetzt habe ich gar nicht. Ich bin nach oben gegangen, um zu gucken, wie das hier ist mit dem Loch. Achso, da hast du jetzt so ein Gitter gemacht. Okay. Okay. Ja, so ein paar. So, das heißt, wir haben jetzt den Dachboden, wir haben das Schlafzimmer, wir haben die Küche / Esszimmer. Dann haben wir das super authentische wir haben das Wohnzimmer. Ja, ich finde es okay. Ach, ganz hier unten ist noch nicht komplett. Dann nehmen wir mal Tripwire Hooks. Machen hier so eine Art Kommode. Kommode. Ich merke schon, Ach. Ich lasse das alles offen, wenn wir hier nicht so ein. Man direkt das an der sah Wand total machen. Hässlich aus. Das so, Ding ist. So ein Eimer. Ja. Ah, okay. Tippt man einfach mal hin so. Oh. Derwisch. Jetzt könnte man eigentlich. Naja. Spinnweben.
Ich würde in jedem Stock muss mindestens ein Spinnenweben eigentlich sein, so. Um das so ein bisschen anzudeuten. Ja, ne? Ich verteile mal gerade so ein bisschen was. Warte, ich habe dein Schild noch nicht gelesen. Wir haben kein Spinnenproblem. Wo steht das? Da. Alter, ey, okay. Du bist ja Jahre im Haus unterwegs. So unten. Ja. Na gut, die Größe der Stockwerke hat es jetzt halt so gemacht, dass das Treppenhaus es unmöglich gemacht hat, irgendwelche Raumaufteilungen pro Stockwerk zu machen, bis auf da, wo jetzt das Schlafzimmer drin ist, in dem Stock. Aber so schlimm ist es jetzt nicht. Ja. Ist auch ganz gut gelungen eigentlich. Jo. So. Was wir jetzt selten haben, sind eigentlich diese Zettel, Papierzettel-Teppiche. Ja, die habe ich wohl 2-3 Mal irgendwo hingetan. Okay. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es genug ist. Ich glaube, wir sind jetzt eigentlich auch fertig. Ich guck mal gerade kurz. Da. Fancy. Fancy, ja. Noch ein Stück. Ja. Gut. Machen wir nochmal Tag. So. Weiß jemand, wo in der Farmwelt Tropenbäume stehen? Nein. Leider nicht. Leider nein, komm mal, leider gar. So. Dennis aus Hürth. Genau. Er hat ihn erkannt. Okay. Dann bin ich zufrieden. Ja, vielleicht werden jetzt offscreen noch ein paar Sachen gemacht, okay. Oder ein bisschen dran gefeilt. Oh, hier fehlt zum Beispiel noch so ein Pinöpel. So ein Knöppchen. Also auf jeden Fall schon mal ganz cool, auch dass man von außen jetzt hier nicht mehr so einen Magenta-Rahmen sieht, sondern endlich mal ein fertiges Haus. Wunderschön. Vielleicht kann ich mir vorstellen, dass ungefähr ein Haus von derselben Höhe direkt daneben steht und dann kommt hier irgendwann der Turm. Macht irgendwie so ein bisschen mittelalterliche Großstadt-Feeling aus, mhm. von der Höhe. Hat was, ja. Gut, ich würde sagen, damit verabschieden wir uns mit dieser Aufnahmesession. Warte, wir müssen uns stilecht verabschieden, indem wir sagen, wir verabschiedigen uns. Verabschieden. Das habe ich damals gesagt, das habe ich schon lange... Ja, ich weiß. Ich wollte es mal nochmal aufgreifen. Bis dahin, schön mit Ö. Genau. Guck dir mal dieses... Achso, ich wollte gerade sagen, macht das Schwein vor allem. Macht der Hase das selber. Oh.